Da sind wir wieder. Alles glüht rot, alles ist gut. Willkommen zurück zu KSP2. Das ist unser Antriebsmodulchen und das hat, soweit ich mich da erinnern kann, ein Rendezvous mit dem Crewmodul. Hat es? Ja, oder? Da. Mit einem Abstand von, sehen wir nicht, 3 irgendwas Kilometer. So, das heißt, wir zoomen vor bis, sagen wir mal, da. So. Und werden dann ein Undock-Manöver, also eigentlich 2 Undock-Manöver, was ein bisschen gruselig ist, bewerkstelligen, weil wir müssen ja, ja, sieht gut aus, auf Ziel ausrichten, weil wir müssen ja auch noch auftanken. Ziel 43, Retrograd ausrichten. Können die Dinger mal langsam kühl werden da vorne? Das macht mich kirre. So, wo ist denn das Ziel? Sieht wer das Ziel? Nein. Ich sehe es nicht. Es ist auch gar nicht da. Eigentlich müsste es das da sein. Ziel löschen. Ziel setzen. Eigentlich hätte ich gesagt, ist es da irgendwo. Aber es ist dann doch nicht da irgendwo. Muss ich jetzt hier... Warum sehe ich es nicht? Da ist der Rendezvous-Punkt. Ich bin quasi noch am Hinterherfliegen. Wenn ich in... Ich habe keine Ahnung, wo es sein sollte. Dann fliegen wir halt blind. Ist ja auch mal schön. Es ist partout nicht da. Da ist es. Warum? Ich wollte eigentlich Retrograd. Moment. Control from here. Ach so, weil das Ding mich einholt. Das Ding holt mich ein. Oder? Bin mir nicht sicher, wer da wen einholt. Ich gehe jetzt mal runter. So. Jetzt fliegen wir einfach drauf zu. Das dürfte das Einfachste sein. Richte dich mal aufs Ziel aus. So. Wir haben ja genug Sprit hier. Das machen wir mal weg. So, machen wir mal 20 Meter die Sekunde. Retrograd ausrichten. Diese roten Anzeigen hier von der... Egal. Es wird wahrscheinlich den Rest der Mission so bleiben. So, fliegen wir drauf zu. Ich würde sagen, ja. So leidlich, ne? So, richte ich es bitte nochmal retrograd aus. Da fliegen wir lang. Ja, okay. Wenn wir noch einen zweiten Anflug brauchen. So, da sind wir. Wir bremsen nochmal ab. So, richten uns auf das Ziel aus und fliegen hin. Wenn ich Pech habe, wird das Ganze eine Geschichte bei Nacht, was ich nicht hoffen will, aber kann natürlich sein. So, da ist das Ziel. 1,7 Kilometer.
Und ich würde sagen, hin da. Retrograd. Sind gar nicht 1,7, sind 1,2, ne? Ja, sehr schön. So, noch ein Kilometerchen. Und dann sind wir da, wo wir sein wollen. Ja, das sieht gut aus, da kommt's nämlich. Nö, was ist jetzt für eine, was ist für eine komische Anzeige? So, anhalten. Vorsichtig jetzt. Jetzt ist er schon wieder Retrograd. Eigentlich müsste ich das mit dem RCS machen. Machen wir das mit dem RCS. Ich bin ausgerichtet. Ich mache mal ein bisschen RCS an. Rückwärtsgang. Ist Rückwärtsgang drin? Ja, 2. So, schön ist nicht. Richte dich mal aufs Ziel aus. Jetzt fängt er schon wieder an, so merkwürdige... Na, wobei, jetzt im Moment drehe ich mich. Da schließe ich nicht aus, dass diese Delta V, was ich da sehe, aus der Drehung heraus resultiert. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. RCS an. Rückwärts. 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 Wo bewege ich mich jetzt hin? So, jetzt 0,1. Das ist okay. Das lassen wir so. Ja. Was wir jetzt machen, wir speichern mal. Wir machen jetzt Folgendes. Switchen jetzt auf das andere Ding. Sagen mal hier kurz mal die Kappel entkoppeln. Drehen das Ding mal. Wir sagen mal kurz Control vom hier. Sagen mal kurz hier drauf bitte als Ziel setzen. So. Auf Ziel ausrichten. Du sagst mal kurz Control vom hier. Und hier drauf ausrichten. Dann sagen wir kurz. Achso, warte mal, es hat nicht jetzt geklappt, ne? Richte dich doch mal aufs Ziel aus. Ja. Ja, ungefähr so habe ich mir das gedacht. Beide richten sich jetzt nämlich perfekt aus. Als hätte ich es geplant. RCS an. Bewegt er sich? Er bewegt sich, aber sehr langsam, weil er halt... Gott, ist er träge. Naja, er bewegt sich irgendwie drauf zu. Mehr wollen wir ja gar nicht. Ja. Genau da hält sie dich. Sitzt! Wackelt, hat Luft. Okay. Jetzt schnell umtanken. Ich will jetzt nicht hier. Ich will jetzt umtanken. Warte mal. Und zwar will ich... Oh Gott. Jetzt wird's haarig. Hm.
Ah, wir müssen mal sowieso. Egal, das ignorierst du mal. Was du jetzt mal machst, ist das SAS aus. Das Ding bewegt sich leider ein bisschen weg. Umtanken. Warte mal, wie ging das? Ressourcenmanager. Nein. Hier. Aktionsgruppen. Ressourcenmanager. Habe ich das? Ja. Das kann weg. Ich sagte, das kann weg. So, was wir jetzt brauchen. Wir haben hier die ganzen Metalox-Tanks. Oh Gott, jetzt wird es richtig blöd. Das sind die ganzen leeren Tanks, ne? Und wo sind die vollen Tanks? Das sind die. Okay. Das heißt, ich glaube, ich weiß wie. Okay. Moment, ich hab's gleich. Das war ein bisschen fusselig. Zack, 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 zack. Und dann sagen wir mal hier rein, da rein, da rein, da rein. Da rein, da rein, da rein, da rein. Was? Bahrain? Ja. So, starten. Ist das jetzt richtig? Keine Ahnung, das sieht total falsch aus. So, da ist es nämlich raus. Irgendwas ist hier schief gegangen. Irgendwas ist hier schief gegangen. Ist was mit dem Umtanken schief gegangen? Ich weiß nicht was, aber kann man das auch. Transfer abgeschlossen. Was denn für ein Transfer? Ich habe ja nichts gemacht. Also das müsste jetzt einer von den neuen Tanks sein. Ja, der ist auch leer. Warum der jetzt komplett leer ist, ist mir komplett unklar. Ich pack mal hier nochmal. Aus, 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 aus. Ich sagte aus, aus. Aus, aus. Und da kommt es rein. Eigentlich. Ich glaube, man kann immer nur an einen gleichzeitig reinpacken. Kann das sein? Das sieht alles gut aus. Aber nur irgendwie wird der eine nicht voll. Jetzt. So. Okay, es klappt noch nicht so ganz eindeutig super duper, aber irgendwie klappt's. So, lass mal kurz gucken. Das ist der Tank, das ist der Tank, das ist der Tank. Wo ist der dritte? Also, wo ist der vierte? Wir haben ja hier... Welcher ist das? Das ist der, das ist der. Was sind denn das für Tanks hier? Hätte mich jetzt mal interessiert. So. Das ist der Wichtige, das ist der Wichtige, das ist der Wichtige, das ist der Wichtige. Also die drei sind voll. Vier sind voll, sehr schön. Das sind alles dieselben. Geil. Was sind das für Tanks hier? Ich mach das nochmal zu. Wie weit sind wir schon weg von unserem... Ja, schon ein bisschen. Die Ressourcenanzeige, die ist mir ehrlich gesagt völlig zuwider. Man kann die auch nicht mehr löschen. Irgendwas ist da massiv kaputt. So, der, das sind alles dieselben. Warum sind das alles dieselben? Welcher ist das? Das ist der, das ist der. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher da voll ist. Die werden mir alle als die gleichen angezeigt.
Metalox 22. Ich dock jetzt mal ab und dann werden wir das mal, checken. Warte mal, ich dock mal kurz ab. Abdocken. So. Ist das Ding jetzt... Ja, das Ding ist voll. Okay, es ist alles gut. Das Ding ist voll. Sieht nicht so aus, aber das Ding ist voll. Hier, da. Ja, sehr gut. So, jetzt müssen wir uns den da schnappen. Als Ziel setzen. Auf Ziel ausrichten. Komm, wucht rum die Kiste. Das Ding ist jetzt toter Ballast. Das Umtanken war gerade ein bisschen gruselig, aber wir haben ihn voll gekriegt. Das ist alles gut. Wir haben jetzt 10.500 Delta V. Wir richten uns kurz auf das Ding aus, sagen uns, wo zum Henker. Da ist er. Die Anzeige war gerade völlig falsch. Darauf ausrichten. Auf Ziel, komm. Nee, mit der Pöderseite von hier steuern. Andere Richtung bitte. Danke. So. Da das Ding sich besser steuern lässt, fliegen wir jetzt hier mit. So, wir haben eine Geschwindigkeit von 1,2 Meter die Sekunde. Ich muss sagen, das Andocken läuft wesentlich besser gerade. Das Umpumpen war gruselig, aber das Andocken läuft gut. 'Hör auf, hier die ganze Zeit gegen zu korrigieren. Du verbrauchst den ganzen Treibstoff. Jetzt wird es auch noch dunkel. Hurra, dann docken wir halt blind an. Ist ja auch nicht so wild. Also wie ihr seht, ich habe volle Kontrolle über den Anflugvektor. Das sieht alles gut aus. Das haben sie also verbessert, das Andocken. Das Umpumpen war ein bisschen kaputt. Aber sei es drum. So, ich habe reduziert auf 1 Meter die Sekunde. Konzentration. Ich reduziere auf einen halben Meter die Sekunde. Ausrichtung sieht perfekt aus. Auch wenn es ein bisschen düster ist. Ah, das gefällt mir, dass sie das mit dem Ausrichten, also das mit dem Andocken gut hingekriegt haben. Wie gesagt, das Umpumpen war nicht schön, aber das Andocken, das haben sie scheinbar wirklich in den Griff gekriegt. So, da kommen wir. Ich reduziere auf 0,2 Meter die Sekunde, 20 Meter pro Sekunde, 20 Zentimeter pro Sekunde. Ich glaube, so können wir es lassen. Zack, sitzt, alles cool. So. Wir haben ein ausgerichtetes Raumschiff. Wir checken bitte nochmal den Delta V. Haben wir immer noch 10.000. Das müsste dicke reichen, um nach Joule zu kommen. Wir haben immer noch einen zirkularen Orbit. Jo. Und wir haben ein völlig durcheinandergebrachtes Staging, was nicht so gut ist. So, das ist natürlich so. Warte mal, wir richten das nochmal. Oberfläche ist gut. Eigentlich Umlaufbahn, ne? Umlaufbahn. Wir sagen nochmal Control vom, würde ich mal sagen, von der Kapsel hier, ne? Control vom hier.
Wo ist das Ding? Von hier steuern. Wir richten uns mal Prograde aus. Wir machen das RCS aus, das brauchen wir gerade nicht. Und wir sind bereit, würde ich sagen, nach Joule zu fliegen. Haben wir irgendwas vergessen? Wir gucken jetzt erstmal nach vorne, ob da nicht... Nein. Unser Tanker, wo ist unser Tanker? Naja, Hauptsache er ist nicht vorne. Da oben ist er irgendwo. Da kann er gerne. So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt Schub gebe, ob... Ja, dann gibt er da Schub. Okay. Was wir nur nicht machen dürfen, ist das Staging bedienen. Das müssen wir alles per Hand machen. So, wir wollen, das kommt jetzt als allererstes, einen Transfer mit Joule haben. Joule ist nicht das da, sondern das da. Ziel setzen. So, wir müssen Joule irgendwie einholen. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den Zeitverlauf. Erstmal speichere ich. Das hat so gut geklappt gerade. Das war viel zu gut. wir gehen mal. Jetzt kommt das Gruselige. Ich gehe ins Weltraumzentrum, gehe in die Ortungsstation und gehe in den Zeitvorlauf. Und hoffe, dass dann. So, wo ist denn Joule? Die alte Murmel. Da. Wir gehen jetzt mal in den Zeitvorlauf, bis wir Joule quasi. So ungefähr. Irgendwie sowas, ja? So, jetzt gehen wir auf das... Ne, KWZ. Ne, Combined. Und steuern das Ding. Und wir haben hoffentlich noch... wir haben noch eine Höhe, wir haben noch eine Geschwindigkeit, wir haben noch eine Bahn. Das ist erstmal das Wichtigste, weil alles andere... So, wir wollen noch Joule. Das andere ist ja immer gerne mal... Das ist ja gerne mal verschütt gegangen. Das ist Joule. Joule ist als Ziel gesetzt. Okay. Wir wollen natürlich raus beschleunigen. Das heißt, ich gehe mal nochmal ganz kurz in Zeitvorlauf. Moment mal. Bin ich jetzt im richtigen Schiff? Ja. Ich fürchte, die Bahn bleibt permanent, die Temperaturanzeige bleibt permanent rot. So, wir wollen Joule erwischen. Joule ist zum Glück groß genug. Joule trifft jeder. So, jetzt machen wir mal gucken. Das ist natürlich zu weit raus. So, wir müssen in Bahnrichtung beschleunigen. So. Ach du Ernst, ist nicht. Viel zu weit. So, sieht es gut aus. 1A, 1B. So, jetzt müssen wir ein bisschen jonglieren, damit wir da auch treffen. Da haben wir schon was, oder? Ich liebe es, dass Joule so groß ist. Haben wir da einen Vorbeiflug? Ja, da haben wir einen Vorbeiflug. Das reicht uns schon. Was müssen wir brennen? 2200. Wir haben 10.000 zur Verfügung. Blendend. Was müssen wir brennen? Ja, sieht gut aus. Brenndauer 7 Minuten 20. Holla die Waldfee. Okay, wir brennen erstmal grob. Ausrichten. Und dann kümmern wir uns darum, wo wir den doofen Satelliten setzen. Also den doofen Relais-Satelliten. Weil der ist ja auch noch eine wichtige Sache, ne? Puh, 7 Minuten brennen, das ist ganz schön viel, Freunde. Zeige ich euch das noch in der Folge? Na klar, das kriegt ihr noch hin.
Das können wir auch schon mal ausklappen. Ausfahren. Sind die alle ausgefahren? Warum fahren die jetzt alle einzeln aus? Die anderen sind... So, das ist unser Modul. Unser Relais. Ja. So, haben wir. Jo, sieht gut aus. Auch die klappen wir schon mal aus. Alles schon mal ausklappen. Wo ist sie? Weg, da unten. Antenne ausfahren. Da ist auch schon mal eine. Antenne ausfahren. So, wann müssen wir brennen? In 33 Minuten. So, haben wir an alles gedacht? Ich glaube, ja. Bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Wir gucken ins richtige Dingens. Zeitverlauf. Wo ist der Zeitverlauf? Da. Zip. So, was haben wir noch? Noch 39 Sekunden. Okay. Echt? Naja, wird schon richtig sein. Ich hoffe, das ist alles... Sieht mir komisch aus. Nee, ist alles gut. Ist alles gut. Wir fliegen auch absolut in die... richtige Richtung. Alles gut. So, Achtung, Zündung in 6, 5, 4, 3, 2, 1... Zündung! Bewegt sich da was? Meine Bahnbeschleunigung nimmt auf jeden Fall zu. Hier bewegt sich nichts. Das finde ich blöd. Dass sich da nichts bewegt. Aber ich vertraue jetzt dem Manöver. Manöver. Das sieht komisch aus, oder? Das ist doch falsch. Das ist alles falsch. Oder? Wir werden es gleich merken. Ich habe jetzt diesem Manöverpunkt getraut. Ach, jetzt bewegt sich auch was. Sehr gut. Okay, wir vertrauen dem Ding. Ist alles gut. Wir fliegen aufs Ziel zu. Orbitalgeschwindigkeit nimmt zu. Der Balken nimmt auch zu. Ist alles gut. Ist fein. So, wir müssen nur, die Dinger werden wir wahrscheinlich manuell abtrennen müssen. Ja, denke ich mal. Ich hätte nur zu gern gewusst, wie viel Sprit da noch drin ist. Aber das sehen wir leider nirgendwo. Das sehen wir nirgendwo. Wir sehen nicht, wie viel Sprit in diesen Dingern drin ist. Okay, fliegen wir halt Pi nach Schnauze. Aber 2200 waren auf jeden Fall drin. Fliegt die Kiste? Ja, fliegt noch. Sehr gut. Habe den extrem üblen Verdacht, wir kommen irgendwo raus, nur nicht bei Joule. Wo setzen wir diesen Relais-Satelliten aus? Auf halber Strecke eine Kreisbahn fliegen bringt ja nichts. Egal, wir sind unterwegs nach Joule, alles wird gut.
Hör auf zu... Was hänkerst du denn hier rum? Egal, du hänkerst. Hänkern ist immer gut. Ja, erblinde. So, Hälfte der Zeit haben wir angeblich rum. Naja, fast. Wie kriegen wir das jetzt angezeigt hier? Diese Engines, die hätte ich gerne angezeigt. Aber, also, liebes Entwicklerteam, hier, da stimmt noch was nicht, ja? Also, erstens beim Umpumpen, zweitens, wenn du Schiffe kombinierst, das neue Staging, also was heißt das überhaupt? Das ist nicht mehr, das ist alles nicht mehr konsistent. Hälfte der Zeit haben wir gebrannt. Wir fliegen auch genau da lang, wo wir langfliegen wollen. Ich werde jetzt schon langsam mal ein Joule einblenden. Ja, wobei, noch brauchen wir nicht. Ist das eigentlich ein guter Kurs, den ich da gebrannt habe? Das ist die Joule. Eigentlich ein ziemlich guter Kurs. Also effizienzmäßig kann man nicht meckern. Kurs quasi effective. Jetzt bloß keinen falschen Fehler machen. Schön, schön der Nase nachfliegen. So, wir sind gleich auf Höhe von Dress. Schwierig, wo wir die Relaissonde aussetzen. Könnte sagen, wenn ich sie hier aussetze, naja, dann habe ich immer so Phasen, wo sie genau in der Hälfte ist. Aber das ist halt auch immer nur so Phasen, ne? Da gibt es bestimmt die ein oder andere... Die eine oder andere wissenschaftliche Abhandlung, wo man am besten eine Relaissonde parkt zwischen zwei Himmelskörpern. Eigentlich an Lagrange-Punkten, aber sowas gibt es ja in KSP nicht. Weder in KSP 1 noch in KSP 2. So, da ist Joule, da kommen wir vorbei und den Rest kann man dann unterwegs korrigieren. Das ist dann quasi ein kleiner Schub, so anderthalb Minuten, ne? Bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Wie weit ist es noch? Ah, Dressbahn haben wir hinter uns. Da kommen wir angeschissen. Ich meine, 2200 Delta V ist schon eine Hausnummer, ne? Wollen wir nicht drüber reden. Wo setzen wir die Relaissonde ab? That's the question. So, du musst gucken hier, wo du bist, mein Freund. Eins, 20 Sekunden noch, 19, 18, 17, 16, 15. Hör auf, das mitzuzählen. Da waren wir gerade. Da waren wir gerade. Moment, da habe ich gerade... Wobei, trauen wir dem Ding? Ja, wir waren nämlich gerade da, wo wir sein wollten. Verdammter Mist. Okay, ich richte mich nochmal retrograd aus. Da war gerade ein Flugpunkt. Jetzt haben wir nämlich kein Rendezvous mehr.
was blöd ist. Mach das mal weg. Wir hatten hier gerade ein Rendezvous. Ich hoffe mal, dass ich das wiederfinde. Wenn ich jetzt retrograd brenne ein bisschen. Aber es ist weg. Da ist es. Reicht mir. So. Das war mehr Glück als Verstand. Alles weitere korrigieren wir unterwegs. Wir haben alles ausgeschaltet. Wir sind unterwegs. Wir geben auch keinen Schub mehr. Wir haben definitiv ein Rendezvous. Lass nochmal checken. Ein Rendezvous. Ja. Wir haben ein Rendezvous. Wir dürfen jetzt nur nichts mehr separieren oder sonst wie man. Wir gucken nochmal nach. Ist alles im... Ja, ich würde sagen, wir sind unterwegs. Wir haben angeblich noch 6800 Delta V. Ich bin mir nicht so sicher, ob das... In welcher Form das stimmt, wir hatten eben noch über 10.000, jetzt haben wir 2.200 weggebrannt, sind auf einmal 3.000 leichter. Ich habe keine Ahnung, aber wir können ja mal ganz kurz gucken, was hier was in diesen Tanks noch drin ist. Das würde mich zu sehr mal interessieren, bitte. Wenn das sind die hier, ne? Ja, da ist nicht mehr viel drin. Das reicht noch für eine Kurskorrektur. Und dann ist der Rest natürlich in den... 1, 2, 3, 4, 5. Warum ich da nur 5 angezeigt habe, ist mir komplett unklar. Aber das ist ja Metalogs. Warte mal, wo sind da noch Metalogs drin? Ach so, das sind die Sonden. Alles klar. Nee, warte mal, das? Ich hab 3 Sonden. Warum habe ich hier noch 5 Tanks, die fast voll sind? Einer ist die Sonde. Zweite Sonde. Ach, die haben jeweils 2 Tanks. Das heißt 1, 2, 3. Okay, das sind die Sonnen. Richtig, alles gut, alles gut, alles gut. Und Wasserstoff haben wir natürlich, ja, absolut voll. So, Freunde, wir sind unterwegs nach Joule. Ich bin gespannt, ob das was gibt. Ihr könnt mir ja drunter schreiben, wo ihr es am sinnvollsten sehen würdet, dass ich die Relais-Sonde aussetze. Ob ich mich komplett verkalkuliert habe, das kann natürlich auch sein. Und so weiter und so fort. Bis dann, euer Mr. Fleck.